Und somit herzlich willkommen zurück zu Riders Republic. Ich habe ja mal irgendwann letztens mal gesagt, ich möchte mal die ganzen Maps so ein bisschen aufdecken. Und ja, wie kann man das dann am besten machen? Indem man einfach hier mal so ein Event nutzt, um dahin zu gelangen. Sich da ein bisschen herumzubewegen. Jetzt habe ich ein Schneemobil. Ja, und dann können wir das Ganze so machen. So, wir wollten ja eh hin. Oder eh so ein Flugding machen, dann können wir direkt hinfliegen. Ja, das ist schon ein Fragezeichen. Ein Aussichtspunkt. Oh, shit. Falsche Knopf gedrückt. Ja, toll, jetzt sind wir ein bisschen hier daneben gelandet. Na toll. Der startet so schnell hier. Ich wollte eigentlich über dieses Ding springen und ja, X ist aber Absprung. Also, dass wir einfach in die Luft starten. Das hat jetzt natürlich nicht nach Plan funktioniert. So, was haben wir denn hier? Morrow Rock. Ja, wir stehen, glaube ich, ganz da oben. So, dann können wir mal zum Rennen gehen. Ich habe schon mal hier so ein paar Sehenswürdigkeiten einfach eingesammelt. Ich meine, da sieht man immer so ein bisschen die Landschaft. Und eigentlich nur da, wo wir eigentlich schon waren. Ja, wie gesagt, da wo wir noch nicht waren, wo alles grau ist, da weiß ich ja eh oder sehe ich die Dinger eh nicht. Wie kann ich jetzt hier rüberkommen an sich? Kann ja nicht springen, weil dann fliegt er ja eigentlich los. Aber okay, ich kann direkt von hier starten. Erziele mehr als 100.000 Punkte. Erreiche das Ziel, ohne den langsamen Modus zu verwenden. Erreiche die Top 3 in Experte. Oh nein, das war der. Oh je. Ich dachte schon, wir fliegen mit dem Raketen-Suite. Aber, oh je. Bin ich mal gespannt, wie das klappen wird. Ich meine, wir sind bis jetzt einmal mit dem Ding geflogen. Das war ja, naja, noch nicht so geil. Uiuiui. So, holen wir mal ein paar Punkte. Komm, fliegen wir noch weiter? Ne, fangen wir von vorne an. Schon eigentlich. Ah, guck mal, die fliegen auch so weit unten. Okay, hier kommt der nächste Checkpoint. Der ist eh auch relativ am Boden. Nur immer Schiss, dass ich zu weit runterfliege. Mal gucken, wie die hier fliegen. Ah, shit. Bisschen zu weit hoch. Also so nah am Baum. Oh, gibt's auch. Bald nahe rechts. Autsch. Keine Ahnung, wo der Arsch gerade hinging. Vor allem, ich sehe ja die Checkpoints nicht. Das ist schon mal so ein bisschen das Lustige daran. Also eigentlich nicht, weil ich nicht weiß, wo ich hin muss. Aber solange die hier mitfliegen und das vorgeben. Oh, shit. Was macht denn der? Ja, zurückspulen bringt jetzt halt eigentlich nichts, weil auch die Punkte ja weg sind. Wow! Okay, das hat funktioniert. Bin mir auch noch nicht sicher, was das R2 hier bringt. Ach ja, okay, ist jetzt natürlich ein bisschen mies. Klar, okay, punktetechnisch habe ich jetzt, denke ich, mal einiges verloren. Wir müssen eigentlich 100.000 machen. Ich glaube, das hätte ich sogar schaffen können. Wenn ich nicht den einen Sturz gehabt hätte. Das war leider schade. Ohne den langsamen Modus zu verwenden, das ist ja schon mal gut. Erreiche die Top 3 Schwierigkeit Experte. Ja, dann machen sie noch mehr Punkte dann auch noch. So, aber hier wird ja nicht unterschieden, gell? Also zwischen Wingsuit und Raketensuit gibt es eigentlich keine Unterscheidung. Nee, letztes Mal haben wir auch mit dem Raketending ein Rennen gemacht und haben wir einen Wingsuit bekommen. So, kann man den mal direkt nehmen, oder? So, er geht in die Karte, weil es gibt neue Events. Oh yeah, du gehst wohl gerne an deine Grenzen, hä? Gut, also hör zu, die Wall of Windows im Bryce Canyon ist nicht weit weg. Ein intensives Event, bei dem du durch Fenster fliegen musst. Durch Fenster? Ein paar Challenges, bei denen du das in Höchstgeschwindigkeit üben kannst. Ist eine haarige Sache. Vor allem nicht weit weg. Es ist einfach so
am anderen Ende der Karte. Und es war ein Groß-Event. Wir haben auch ein Groß-Event. Events rein, die dich vorm Dragonfly deinem nächsten großen Wettkampf erwarten. Wenn dir da nicht die Ohren schlackern, weiß ich auch nicht. Ja, ich will erstmal nochmal kurz gucken. Also nochmal. Ah, nee, shit. Muss hier wechseln. Nochmal so ein bisschen üben, bevor wir da auch in das Groß-Event reingehen. Vor allem, das waren jetzt hier eigentlich zwei Rennen. Und wieso drücke ich immer Dreieck, um den Fallschirm öffnen zu wollen? Ich weiß es nicht. Kann es euch nicht erklären. Ich bin vorbeigeflogen. Toll. Kann ich den auch wieder irgendwie zumachen? Nee. Na toll, wenn ich ja... am Anfang ist hier. Aber ich glaube, das ist auch insgesamt trotzdem nochmal schneller. Wie soll ich immer Dreieck machen? Also bei GTA aussteigen oder was? So, probieren wir es nochmal. Ich denke mal auf Experte. Aber die 100.000 an Experte. Die Frage ist, wir kriegen ja nochmal einen besseren. Experte ist halt richtig hart. Bin ich mal gespannt. Ich meine, 100.000 kann ich ja trotzdem erreichen, ohne in die Top 3 zu kommen. Dann bekomme ich ja eh einen Stern. Aber es kann natürlich sein, dass sie jetzt halt mega krass Punkte machen. Und ich muss ein bisschen tiefer. Guck mal, die gehen ja auch immer direkt nach unten. Boah, der eine ist erstmal hängen geblieben. Eigentlich geht es hier extrem bergab immer. Also bei dem ersten Rennen, wo wir gemacht haben mit dem Wingsuit, fand ich so, dass es irgendwie, ich weiß nicht, es gab so eine sehr lange Zeit, wo es sehr gerade war an diesem Fluss damals. Oh, mehr Punkte. Ist ja halt natürlich mies, wenn man das jetzt verliert. Zum Glück geht es ja nicht um Geschwindigkeit. Ist halt die Frage, wie viele Punkte wir brauchen. Der eine hat jetzt über 88.000, aber ich habe ja auch hier schon 100.000 alleine, was mich jetzt hinhaut. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Oh, hier durch. Immer hier! Das gibt's doch nicht. Wieso immer hier? Wenn ich jetzt hier als anfange. Ja, sind da die Punkte weg. Ja, das ist egal. Müssen wir nochmal neu starten. Geht dann, glaube ich, ein bisschen besser. Ah, das ist halt schon richtig, richtig mies. Vor allem die 100.000 hätten wir jetzt schon mal easy geschafft. Egal, welche Platzierung wir bekommen haben. Am Schluss. Aber vielleicht wäre ich sogar ja Top 3 gekommen. Boah, Alter, das war gerade grün. So, hier will ich ein bisschen höher fliegen. Erstmal. Weil hier ist relativ gerade. Ich bin halt immer in dem gelben Bereich. Alter, grün! Eigentlich orange. Gelb ist auch nochmal ein bisschen übler. Oh, gerade was grün. So, an dem Baum vorbei. Müssen wir was überlegen an der einen Passage. Oh. Wie ich da am besten durchkomme. Ah, wieso sind die einen so schnell? Die nehmen nur ein bisschen Gas, oder? Geht uns so natürlich auch. Alter, fliegt hier links. Moment mal, die einen sind da links rumgeflogen. Aber guck mal, hier geht's halt nach oben. Eigentlich muss ich quasi, also habe ich falsch gedrückt, da rechts durch. Da war eine relativ große Lücke. Ganz leicht nach rechts. Und dann ist halt die Frage, die Punkte, ob das dann wirklich so viel bringt. Oh, toll. Weiß nicht, war es jetzt schlau, direkt nochmal neu zu starten oder so? Eigentlich, ja, egal. Es geht ja nicht auf Zeit eigentlich. Sind jetzt gerade alle hängen geblieben? Ja, ich bin auch. Wobei, meins war ja noch eigentlich viel peinlicher. Gegen dieses Geländer, das kann ja mal schneller passieren, aber einfach so auf den Steinboden.
Ach, come on, jetzt krieg ich nicht mal den Start hin. Leute, was ist denn jetzt los? Was mich irritiert, also ich hab's ja schon mal gesagt mit dem R2, aber ich glaube, da geht's nur um Geschwindigkeit, also. Ich komme nicht mal durch den ersten Checkpoint durch, Alter. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, mit dem R2. Ob man dann mehr oder weniger an Höhe verliert oder so, aber ich meine, ich glaube, es geht nur um die Geschwindigkeit. So, diesmal nicht ganz so weit runter. Klar will ich gucken, dass ich relativ nah am Boden bin. Oh, oh, oh. Ah, wenn man dann immer zu viel will. Also, okay, ich gucke nicht, dass ich in den grünen Bereich komme. Vielleicht noch auch nicht mal in den gelben. Punktemäßig komme ich ja locker über die 100.000. Und dann gucken wir einfach am Ende, ob wir so, wenn ich einigermaßen, also so fliege in der Höhe, ob ich es dann hinbekomme, Top 3 zu erreichen oder nicht. Guck mal, eigentlich macht das nichts aus. Aber so kann man nochmal ein bisschen... Eigentlich interessant, weil mit R2 kann man ein bisschen besser tief fliegen. Aber es ist halt alles ein bisschen schneller und dadurch kann es halt auch mal schnell irgendwo dagegen gehen. Boah. War gerade sehr, sehr weit unten. So, wie mache ich das jetzt? Muss versuchen, da schräg rechts, ganz leicht rechts durchzufliegen. Da bin ich der Meinung, dass wir da ganz durchkommen. Oh, guck mal, jetzt hat er wieder überholt. So, bleib ein bisschen oben. So. Alter, ich bin auf Platz 5. Okay. 9000. Oh, ja. Ah, oh, scheiße, die kriegen auch noch alle Punkte. Ja, jetzt mache ich hier noch Blödsinn. So, nehmen wir mal den langsamen Modus. 220, Hammer. Ja, da sind die Punkte ganz schön angezogen. Wenn man überlegt so, ich glaube beim ersten Rennen, da war es an die 100.000, glaube ich. Jetzt der eine hat 330. 280 müssten wir schon haben. 60.000 noch an ein paar Stellen ein bisschen tiefer oder so, dann würde das, glaube ich, ganz gut funktionieren. Aber ich würde dann trotzdem mal sagen, ich bedanke fürs Einschalten. Wir sehen uns dann im nächsten Part hoffentlich wieder. Bis dann, wieder schauen und reingehauen.